Hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen zu diesem, kleinen Videotraining. Heute geht es um das Thema Videomarketing. Und ja, du kannst es hier schon lesen, warum ich viel früher und viel stärker auf Videomarketing hätte setzen sollen. Und zwar, ich habe hier mal einen Screenshot von meinem YouTube-Account gemacht. Und du siehst hier im Zeitraum vom 5.9.2011 bis 26.07. Ja, 2015, seit September eben 2011 beschäftige ich mich mit dem Thema Videomarketing, habe leider ja am Anfang das Ganze viel zu stiefmütterlich behandelt und erst, ja, ich sag mal, im Laufe der letzten eineinhalb Jahre das Ganze stärker fokussiert. Und du siehst aber schon, welche Macht hinter Videomarketing steckt. Obwohl ich das Ganze so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, habe ich in dem Zeitraum ja etwas über 200 Videos gemacht und habe insgesamt ja über 34.000 Aufrufe meiner Videos gehabt. Und das ist natürlich eine gigantische Geschichte, weil ja so ein Video aufzunehmen dauert je nach Länge des Videos vielleicht zwischen 5 und 30 Minuten. Und du hast ja und du hast immer wiederkehren was davon. Letzten Monat zum Beispiel habe ich allein über 1500 Aufrufe über Videos gehabt, die schon ein, zwei, drei oder sogar 4 Jahre im Netz sind. Und das ist einfach gewaltig, weil du einmal die Arbeit machst und dann regelmäßig davon profitierst. Das heißt, wenn du so willst, hast du hier, also hätte ich jetzt hier so 200 Mitarbeiter, die so rund um die Uhr für mich meine Informationen in die Welt tragen. Und und dass die Informationen abgerufen werden, das sieht man ja hier. Und jetzt sind 34.000 Aufrufe nicht das super Ergebnis. Ja, es gibt da weitaus viel bessere Ergebnisse. Aber die Frage ist doch immer ganz einfach: Wenn ich diese Videos nicht gemacht hätte, hätte ich dann, ich sag mal, jetzt 34.000 Mal meine Informationen weitergeben können in diesem Zeitraum? Und das bezweifle ich eher. Also du siehst, wie wichtig das Videomarketing ist und warum man Videomarketing auf jeden Fall einsetzen sollte. Und ich will gar nicht so drüber nachdenken. Ich habe es ja auch auf meinem Blog geschrieben. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was passiert wäre, wenn ich das Ganze von Anfang an konsequent durchgezogen hätte. Wenn ich vielleicht anstatt ich sag mal 50 Videos im Jahr, 100 Videos im Jahr produziert hätte, dann wären es wahrscheinlich das Doppelte, oder vielleicht sogar das Dreifache. Und wenn mich heute jemand fragt, und das ist so der erste Tipp, den ich jetzt heute hier mitgeben will, wenn mich heute jemand fragt, was ich empfehlen würde, um neue Kunden, und einen Partner für sein Geschäft zu sponsern, dann würde ich einfach ganz klar sagen, setz Videomarketing ein. Ja, es gibt teilweise, wenn du in den Suchmaschinen googelst, gibt es teilweise bestimmte Nischen, das sind so gut wie gar keine Videos vorhanden. Das heißt, du hast die Chance, mit einem Video relativ schnell bei der Google-Suche auf die erste Seite zu kommen, und dementsprechend deine Zielgruppe darauf zu erreichen. Und ein zweiter Tipp, der wäre dann ganz klar eine Content-Marketing-Strategie. Ich mache das hauptsächlich über meinen Blog. Content-Marketing einfach mal kurz so zwischendrin. Content-Marketing kannst du eigentlich über jeden Kanal machen, wo du Informationen zu anderen Menschen transportieren kannst. Ja, du kannst es zum Beispiel über Video-Marketing machen, Blogging, Podcasting, also quasi über alles, wo du Informationen transportieren kannst. Und für mich, meine Favoriten sind eben einfach das Blogging und Video-Marketing. Und die Vorteile von Video-Marketing, die liegen ja auch klar auf der Hand. Das sind zum einen die Einsatzmöglichkeiten. Du hast mit Video-Marketing nahezu unmöglich, alle Möglichkeiten, das Ganze einzusetzen für dein Business, ob du das jetzt für den Kundensupport nimmst, du kannst einfach mal ein Video aufnehmen, wo du einen Sachverhalt darstellst, wo du zum Beispiel, zeigst, wie man einen Anmeldevorgang, wie man sich auf einer gewissen Mitgliederseite anmeldet, oder wie man ein gewisses Problem löst, oder wie man ein Produkt installiert, oder was auch immer. Du kannst das Video dann hochladen auf deine Kundensupport-Seite und kannst deinen Kunden die Möglichkeit geben, rund um die Uhr sich über diese Kundensupportseite eben die Informationen rauszufiltern, die sie brauchen, und das dann eben auch eins zu eins umsetzen. Wenn man etwas sieht, ist es immer besser, wie wenn man erst sich, ich sag mal, in dicke Handbücher einlesen muss oder etwas übers Telefon erklärt bekommt. Ja, so kann man es eben anschauen, eins zu eins umsetzen. Man kann es sehr gut einsetzen, um einen Mitgliederbereich gut zu gestalten. Ja, jemanden
zum Beispiel im Network Marketing einen neuen Partner, ja, super einzuarbeiten, ja, ihm Schritt für Schritt zu zeigen, was als nächstes zu tun ist. Du kannst aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, und das ist so ein bisschen mit dem Vorteil Nummer 2 verknüpft, du kannst Videos nicht nur für den Kundensupport oder für die Ausbildung nutzen, ja. Du kannst es auch ganz hervorragend sogar nutzen, ja, um deine Produkte und deine Dienstleistungen zu verkaufen. Wenn du, es gibt zwar draußen im Netz super Verkaufstexte, ja, auf Webseiten, die wirklich richtig gute Ergebnisse erzielen, die es schaffen, Emotionen zu transportieren. Aber letzten Endes, sind wir doch mal ehrlich, es gibt nichts Stärkeres, ja, wie, außer jetzt das persönliche 1-zu-1-Gespräch, aber es gibt ja eigentlich nichts Stärkeres wie ein Video, ja, um gewisse Emotionen rüberzubringen, um die, ja, um die Emotionen bei deinen Zuschauern quasi, um die Emotionen zu deinen Zuschauern zu transportieren. Und das ist eben, wie gesagt, unheimlich wichtig, ja, um dann eben auch, ja, Vertrauen beim Gegenüber, ja, dann eben aufzubauen, ja. Du kannst, ich denke auch immer, weil man immer sagt, Video machen, für was soll ich das Ganze einsetzen? Ja, eben, wie gesagt, Verkauf von Produkten, Support, aber ich, zum Beispiel, nehmen wir mal einen ganz anderen Bereich. Ein Lehrer zum Beispiel, der könnte zum Beispiel einen gewissen Teil seines Unterrichts, ja, könnte er quasi nochmal per Video erklären, sodass zum Beispiel Eltern es viel einfacher haben, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Ja, er könnte gewisse Rechnungen oder was auch immer nochmal anhand eines Videos erklären, das beispielsweise auf dem eigenen Blog ja, veröffentlichen und dann quasi ja auch zu Hause bei den Kindern ja und ihren Eltern dann dementsprechend hilfreich sein. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man das einsetzen kann. Ja, ja, mir fällt eigentlich fast gar nichts ein, für was man es nicht einsetzen kann. Und ja, es ist wie gesagt ganz hervorragend, ja, gewisse Emotionen bei den Zuschauern dann eben anzusprechen und natürlich auch dementsprechend besser und mehr zu verkaufen. Ja, du kannst, um das Ganze zu machen, zum Beispiel Einblick in dein Unternehmen geben. Du kannst ja den Einblick in deine Firma, ja, den Zuschauern Einblick in deine Firma geben. Du kannst einen Einblick über deine Person geben. Ja, wer bist du? Wie bist du? Und das bekommen die Menschen eben ja durch Videos sehr, sehr gut mit. Und jetzt ist halt einfach noch die Frage, ja, wie kannst du jetzt mit Videomarketing am besten starten? Und hier ist einfach der Fehler, den einfach ja viele zu Beginn machen, dass sie sich viel zu stark, ich sag mal, auf das Thema Technik konzentrieren, dass sie viel zu stark ja sich darauf fokussieren, was jetzt im technischen Bereich alles gemacht werden muss, welche Kamera brauche ich, ja, wie schneide ich das Ganze? Aber das ist gar nicht so das, worauf es drauf ankommt. Es kommt nämlich einfach darauf an. Es kommt nämlich einfach darauf an, ja, dass du startest, ja, dass du loslegst, dass du anfängst, dass du, ja, dass du in die Umsetzung kommst. Und da reicht ja zum Anfang ja ganz normal das Smartphone aus. Ja, ich hätte mal hier die Kamera, das Smartphone reicht aus, oder ja, eine Webcam, so wie ich das hier mache. Ja, wie gesagt, es kommt wirklich gar nicht so sehr auf die Technik an. Natürlich, wenn du jetzt ein riesengroßes Unternehmen hast, dann soll es sich das auch dementsprechend in deinen Videos widerspiegeln. Aber wenn du jetzt ja ein Networker bist oder einfach eine Ein-Mann-Firma, ja, dann ist es viel wichtiger, dass du ja einen Einblick in deine Firma gibst, dass du ja, ja quasi authentisch rüberkommst. Ja, dass du einfach die Themen, die dir jetzt am Herzen liegen in deinem Thema, ja, dass du deine Ansichten, deine Erfahrungen, ja, dass du das einfach transportierst und dass du dann eben den Startbutton drückst und dementsprechend, ja, das, was du im, auf der, oder was dir auf dem Herzen liegt, dann eben deinen Zuschauern ja rüberbringst. Dann ist einfach ein wichtiger Punkt, dass du dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickelst, und das geht eben nur, ja, wenn du eben auch Fehler machst, aus denen du lernen kannst. Ich höre oft immer, ja, dass man vermeiden soll, ja, Fehler zu machen. Ich sehe das immer ein bisschen anders, weil alles, woraus ich gelernt habe, ja, das waren letzten Endes Fehler, und die größeren Fehler, da habe ich mehr draus gelernt wie bei den kleineren. Und das hat mich eben alles heute zu dem gemacht, ja, was ich halt bin. Und so wird es eben bei dir auch sein. Deswegen solltest du Fehler machen, von denen du dann eben auch lernen kannst oder aus denen du lernen kannst. Und ein ganz, ganz schwieriger Punkt, das ist, wenn man so vor die Kamera geht,
dass man ja erstmal so diese Hemmschwelle überwinden muss. Was sage ich jetzt? Ja, wie komme ich rüber? Wie komme ich an? Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist. Aber du solltest dir im Klaren darüber werden, beziehungsweise du solltest dich einfach frei davon machen, von dem Gedanken, was andere über dich denken. Weil egal, was du machst, ob du für eine Sache bist, gegen eine Sache, es wird immer eine Person geben, die es anders sieht wie du. Und je größer dein Erfolg wird, umso mehr wirst du Menschen haben, die dich lieben, die das gut finden, was du machst. Aber es wird eben auch Menschen geben, ja, die das nicht mögen, was du machst. Also mach dich eben einfach frei, ja, von dem, was andere Menschen über dich denken. Das soll dir egal sein. Lenk einfach deinen Fokus, ja, auf die Dinge, die dich weiterbringen, auf die Menschen, die dich weiterbringen, die Menschen, die dich mögen. Okay, ja, sicherlich kann man noch sehr, sehr viel über das Thema Videomarketing sagen. Da könnte man wahrscheinlich unzählige Wochenend-Workshops, zu diesem Thema eben füllen. Das würde jetzt aber den Rahmen hier sprengen. Ich werde da auch in Zukunft noch weitere Videos machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du in den Kommentaren hinterlässt oder das Ganze einfach likest. Wenn du weitere Tipps rund um die Themen Videomarketing, Internetmarketing, Networkmarketing, Vertrieb, Verkaufsstrategien, wenn du da weitere Infos haben willst oder weitere Tipps, dann trag dich eben unterhalb des Videos in meinen Newsletter ein und dann verpasst du kein weiteres Video, keine weiteren Artikel, die ich veröffentliche. In diesem Sinne danke ich dir jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video bis zum Ende anzuschauen und ja, wünsche dir maximalen Erfolg, eine schöne Woche, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.